Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kino Olli. Und ich bin der Olli, sonst wäre ich auch nicht der Kino Olli. Ja, heute geht es um den dritten Teil der Reihe 5 Filme, die mal verboten waren. Und wie schon angekündigt, geht es heute um Filme, die aus einem Franchise kommen. Und ich habe jetzt die Filme einfach mal nach dem Erscheinungsdatum sortiert. Aber bevor wir anfangen, denkt daran, schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr von diesem Film haltet. Habt ihr die auch in der Sammlung? Sind die totaler Schrott? Könnt ihr da nichts mit anfangen? Oder was auch immer. Ihr kennt das ja. Lacher oder Kracher. Gut, dann fangen wir einfach mal stumpf an. Wir schreiben das Jahr 1979. Don Cosarelli dreht einen Film, und zwar Das Böse. Laufzeit 88 Minuten und war beschlagnahmt von 1991 bis 2017. 1991 bis 2017. Ja, glaube, das habe ich gesagt. Und zwar war die Videokassette von Konstantin beschlagnahmt. Und im Grunde war es, glaube ich, nur diese eine Szene mit der Kugel, die in den Kopf reinfliegt. Der Film ist relativ alt, daher dürfte den meisten Fans dieser Film was sagen. Er gehört zu einer Reihe, die jetzt, glaube ich, hat es 4 oder 5 Teile. Ich kann es nicht sagen. Ich habe die nicht so wirklich verfolgt. Ich habe diesen Teil gesehen. Die anderen Teile bestimmt auch, aber kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Dann wird das wahrscheinlich auch nichts Wildes gewesen sein. Ja, Das Böse oder Phantasmen. Hier in der Blu-ray, in einer Emery mit einer weißen Hülle. Ich dachte, das passt ganz gut. Der nächste Film stammt aus dem Jahre 1981, ist der zweite Teil eines Franchises und Regie führte Rick Rosenthal. Laufzeit sind 92 Minuten. Der Film war von 1990 bis 2024 beschlagnahmt. Es handelt sich um Halloween 2, das Grauen kehrt zurück. Hier in der kleinen Hardbox von XT, in der ungeschnittenen Version. Es gab dann auch noch mal eine Blu-ray von MSN, die war geschnitten. Da musste man aufpassen, dass man sich die nicht ins Haus holt. Wenn man nicht drauf geachtet hat, hat man da schnell einen Fehlkauf gemacht. Beschlagnahmt war die Videokassette von ITT Kontrast. Nur so als kleiner Hinweis. Ja, das ist quasi die direkte Fortsetzung von Halloween von 1978. Es gibt im Englischen eine VHS-Kassette, da sind beide Teile quasi hintereinander. Allerdings muss man sagen, das Haus in Halloween 1 ist nicht das Haus, was in Halloween 2 kurz vorkommt. Die Geschichte ist auch bekannt, Jamie Lee Curtis spielt wieder mit Donald Pleasance und eher Michael Myers, der kein deutscher Handwerker ist. Ne? Nur mal so am Rande, wie es oftmals so erwähnt ist. Ja. War beschlagnahmt, wurde aufgehoben, war lange Zeit mein Lieblings-Halloween-Teil. Gut, es geht weiter. Und zwar, wir bleiben im Jahr 1981. Laufzeit 88 Minuten, Regie führte Sam Raimi. Welcher Film? Genau, Evil Dead oder Tanz der Teufel. Beschlagnahmt war der gute Film von 1984 bis 2016. Und zwar wurde die Videokassette von VCL beschlagnahmt. Ist wichtig, es handelte sich um die ungeschnittene Version. Es gab später nochmal eine geschnittene. Da waren das Etikett war nicht draufgeklebt, sondern war draufgedruckt. Und die originale VCL hatte ein geprägtes Cover. War relativ selten zu bekommen. Der Film war ja wohl, ich sag mal, das Aushängeschild der Horrorfilme in den 80ern und war sehr, sehr begehrt. Ja, auch hier brauche ich von der Geschichte nichts erzählen. Es gab danach noch einen, ja, den zweiten Teil, Tanz der Teufel 2, der so ein bisschen Remake, Reboot, Fortsetzung ist. Also es ist offiziell eine Fortsetzung. Man hat aber Teile vom ersten Film neu drehen müssen. Deswegen wirkt das immer so ein bisschen wie so ein Remake. Die Szenen waren ein bisschen anders. Also von daher, ja, es ist wohl der offizielle zweite Teil, aber für mich fühlt er sich also ein bisschen anders an. Falls den einer noch nicht kennt, ja.
unbedingt nachholen. Hier hat Bruce Campbell seine Paraderolle gefunden, Ash. Der Mann mit der Kettensäge an der Hand. So, jetzt haben wir mehr als die Hälfte hinter uns und jetzt kommen wir zu dem nächsten Film. Auch aus einem Franchise, ja, es war ja auch so abgemacht, dass diese fünf Filme aus einem Franchise sind. Und zwar ein Film, den ich relativ früh gesehen habe. Der Film ist aus dem Jahre 1982. Regie führte Steve Miner. Der Film hat 3D-Effekte und ist der dritte Teil der Freitag der 13. Reihe. Hier bekommt der gute Jason seine ikonische Eishockey-Maske. Und wieder ist Freitag der 13. Ja, Laufzeit 91 Minuten und der gute Film war von 1985 bis 2016 beschlagnahmt, also gute 31 Jahre. Und lange Zeit war das mein Lieblings-Freitag der 13., bis dann irgendwann Teil 5 aufgekommen ist, den ich persönlich sehr hoch ranke. Freitag der 13., Teil 3. Und ich glaube, ihr wisst jetzt alle, was kommt. Genau, der fünfte Film. Und zwar der vierte Teil von Freitag der 13., Freitag der 13., das letzte Kapitel. Aus dem Jahre 1984, Regie führte Joseph Zito und der Film war von 85 bis 2017 beschlagnahmt, also ein Jahr länger wie der dritte Teil. Hier wird quasi Jason getötet, aus dem Leben genommen. Er ist tatsächlich tot. Es gibt ein paar berühmte Darsteller dabei. Hier einmal ist Corey Feldman und, für alle, die es nicht wissen, von dem guten Marty McFly, der Vater aus Zurück aus der Zukunft. Der spielt ja auch mit. Ja, relativ hart der Film. Ohne Grund wurde der nicht beschlagnahmt. Freitag der 13., das letzte Kapitel. Und damit möchte ich jetzt heute auch diese Folge abschließen mit fünf Filmen, die verboten waren und in einem Franchise. Wir machen nochmal einen Schnelldurchlauf, wie damals bei Dieter Thomas Heck. Phantasmen oder Das Böse, Halloween 2, Das Grauen kehrt zurück, Evil Dead oder Tanz der Teufel und wieder ist Freitag der 13. und Freitag der 13. das letzte Kapitel. So, das war's also mit dem dritten Teil der Reihe Filme, die ehemals beschlagnahmt worden sind. Wer weiß, vielleicht gibt es noch einen vierten Teil, lasst euch überraschen. Aber auf alle Fälle wisst ihr, was jetzt kommt. Genau, lasst euch nicht ärgern, schaut noch einen Film und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Euer Kino Olli, macht's gut, ciao.